Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3. Ach, mein Controller ist wieder nicht an. Geh an. Dieser verdammte Controller, egal. Solange er nicht während des Spiels ausfällt, in einem Bossfight oder so, ist alles cool. Was soll ich sagen? Ja, Dark Souls 3 mit Paxis, hallo. Es geht weiter. Ich glaube, wir wollten nichts mehr hier machen. Wir haben unsere Seelen verbraucht und gehen jetzt wieder zurück. Reisen. Gut, die eine Richtung haben wir komplett abgehakt. Ich glaube, es gibt nur noch eine andere Richtung, oder? Nur noch die hier mit der Treppe. Treppe, sage ich schon. Mit der Leiter. Ich glaube... Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss noch mal kurz hier runter gucken. Weil... Halt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber hier ging es nicht weiter, richtig? Hier ist schon mal jemand gestorben. Ja, hier ging es mal irgendwann weiter in der Vergangenheit, als noch alles instand war, aber jetzt zur Zeit nicht gut. Das war alles, was ich sehen wollte. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Ach, ging es da drüben irgendwie weiter? Nee, ne? Oh, da liegen auch kaputte Leitern, sehe ich gerade. Ja, da drüben ging es nicht weiter, oder? Ich will halt jetzt nicht nochmal da hingucken, weil da müsste ich wieder diesen komischen, weiß ich nicht, Dämon, Gargoyle, was auch immer da ist. Den müsste ich da im Endeffekt nochmal besiegen oder bekämpfen. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf, deswegen schauen wir da nicht hin. Wir gehen nochmal schnell ans Leuchtfeuer ran, damit wir wieder volle Energie haben. Hatten etwas Fallschaden genommen. So. Und dann sollte es in der Richtung hier weitergehen. Ist hier jemand? Nee. Ziemlich lange Leiter, vielleicht die längste Leiter bis jetzt in dem Spiel, wobei das eine Mal, als wir von dem Wald oder was das... Nein, ich hab's gerade gesehen. Ich wollte mich gerade an der Nase kratzen, als ich sehe, dass hier so ein scheiß Feuerball auf mich geflogen kommt. Alter, ist der schnell. Ich komme nicht mal ansatzweise hinterher auszuweichen. Der kommt aus diesem komischen Ding da rausgeflogen, wo die, wenn ich es richtig sehe, drei, weiß ich nicht, Zauberer, Hexen, irgendwas umrumstehen. Krass. So, könnte man jetzt da runterspringen, da drauf springen? Wahrscheinlich, und dann könnte man nicht weiter und stirbt, oder was? Hm. Ah, das dachte ich mir nämlich schon fast, dass wir jetzt hier auf der anderen Seite sind. Bingo Bongo. Ist hier noch irgendwas? Hä? Schießt das Ding jetzt weiter auf uns? Ja, verdammt. Alter, das ist so genau. Geht sie weiter, ja? Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Gegner. Ich sehe nichts. Nein! Oh, ich dachte schon, ich fahre jetzt in den Tod. Ja, ich bin nur hier reingegangen, weil ich wusste, dass der nicht hinterherkommt und ich mich in Ruhe heilen kann. Oh, da sind nochmal solche Dinger. Und da liegt ganz viel Zeug rum. Irgendwelches altes Blech, egal. Ich wollte... Komm wieder her. Ja, genau. Ich will den natürlich platt machen, weil da liegt ja was auf der Brücke.
Komm wieder her! What? Was ist das denn? Ach, das ist sein... Alles klar, der kann eigentlich einen Steinflügel als Schild benutzen. Das war mir vorher nicht aufgefallen. Und damit hat er meinen Angriff geblockt und dann angegriffen. So, da lag irgendwas auf der Brücke, da will ich eigentlich nochmal hingehen. Große Seele eines kampfesmüden Kriegers. Die ist aber auch schon... Die hat auch schon bessere Tage erlebt, die Brücke. Wie war denn die mal gebaut? Sieht ja richtig merkwürdig aus. Natürlich trifft mich das Ding jetzt wieder. Macht echt verdammt viel Schaden. Unitöter Großpfeil. Hier kann man, glaube ich, runter, ja. Aber ich würde erstmal in die Richtung da weiter gucken, bevor ich mich entschließe. Vielleicht kommen wir dann auch von hinten irgendwie an das Ding rein und kann es ausschalten, bevor ich mich entschließe, da runter zu springen. Ah, jetzt schauen wir mal hier drin an. Jetzt können wir auch kurz mal gucken, was es mit den Gefährten da auf sich hat, weil das sind ja, wie gesagt, die gleichen, die auch um diese Feuerschale stehen. Oh. Hier ist auf jeden Fall schon mal jemand gestorben, wie man sieht. Soll das nicht Schatzkammer sein? Also, es sieht halt eher aus wie wertloses Blech. Wobei, es könnte schon Silber und Gold sein. Es sind Gegner, wie man sieht. Oh, die sehen aus wie die... wie die Kerkermeister, also als wenn sie mit den Kerkermeistern verwandt wären. Wo kommt denn der plötzlich her? Na, ich will jetzt nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Die halten auch nur... die halten auch nur zwei Schläge aus, genau wie... genau wie die Kerkermeister damals. Will nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Statt hinzufallen, ist er einfach wieder auf dem Bein oder was? Sehr geil. Ja, aber irgendwie scheinen die nicht ganz so nervig zu sein wie die Kerkermeister, weil die nicht unsere Lebensleiste fressen, wie es aussieht. So, was hat er denn jetzt für Sorgen? Gegen was kämpft denn der? Versucht er gegen mich zu kämpfen? Ach, der war schon tot? Mit einem Schlag? Sehr geil. Ja, was ist denn das? Also es könnte Gold und Silber sein. Es könnte schon eine Schatzkammer sein. Hier scheinen zwar auch ganz viele Leichen rumzuliegen, wie man sieht. Ha. Mir wäre es wichtiger sage ich schon, mir wäre es lieber, es würden irgendwelche Sachen rumliegen, die man auch einsammeln kann. Mit solchem weltlichen Luxus kann ich hier nichts anfangen. Oh. 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 Aber ich hatte recht gehabt, wir sind auf der anderen Seite von der Feuerschale und jetzt können wir die ein bisschen platt machen. Und wenn wir die platt gemacht haben, gehe ich davon aus, dass dann nichts mehr aus der Feuerschale rausgeschossen kommt. So, ich hoffe, dass die Feuerschale jetzt... oh, das sieht aber auch cool aus, wie die gehalten wird. Geil. Krass. Sieht richtig geil aus. Was wollte ich sagen? Ja, ich hoffe, dass jetzt nichts mehr rausgeflogen kommt, aber ich gehe mal davon aus, das waren die. Also die werden irgendwelche magischen Sachen abgefeuert haben. Schade, dass die keine Klamotten gedroppt haben. Ich hätte gerne so ein bisschen Geschichte von denen erfahren.
Unten scheint auch noch einiges rumzuliegen. Und da oben auch. Also ich glaube, wir müssen wirklich einmal von da oben runter gehen, damit wir alles bekommen. Bevor wir das vergessen und bevor wir sterben und dann die ganzen Gegner wieder da sind, machen wir das lieber direkt mal. Müssen wir aber halt zurücklaufen. Also mindestens ein was lag da oben drauf, das habe ich gesehen. Aber von mir aus dürfen gern weiter solche Gegner kommen, die sind sehr einfach. Wie gesagt, die Gargoyles, gerade wenn man wenig Platz hat, unangenehm, nicht so geil, nicht so einfach. Aber diese, ich weiß noch nicht, wie sie heißen, diese Brüder oder Schwestern der Hexenmeister, der Kerkermeister, die waren doch recht einfach. Die waren sogar leichter, würde ich sagen, als die Kerkermeister, weil sie anscheinend nicht diesen Effekt besitzen, die Lebensleiste zu fressen. Unitöter Großbogen, Bogen, stimmt, wir haben ja die Bogen, wir haben ja die Pfeile gefunden, jetzt haben wir noch einen Bogen. Unitöter Großpfeil. Große Pfeile, die im Kampf gegen die riesenhaften gehörnten Oni in den östlichen Landen eingesetzt wurden. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Sie wurden aus den Federn einer alten Krähe gefertigt und ihr Flug soll so geradlinig sein wie ihr Meister. Okay. Unitöter Großbogen. Dafür brauche ich aber noch mehr Geschicklichkeit. 24. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade habe. Ein einzigartiger Großbogen aus einem Land im Osten, wo Geschichten von seinem Einsatz zur Vernichtung riesiger gehörnter Oni erzählt werden. Einen Bogen dieser Größe abzufeuern dauert seine Zeit und macht den Schützen angreifbar. Er benötigt besondere Großpfeile. Fertigkeit, stechender Pfeil. Feuert meisterhaft einen Großpfeil ab, der alle in seiner Bahn stehenden Gegner durchschlägt und Schaden verursacht. Klingt ganz gut, aber ich glaube, ja, wir müssen jetzt erst einmal darauf leveln auf diesen Bogen. Dann haben wir, glaube ich, auch nur 20 Pfeile, die wir verwenden können. 8 Pfeile, sorry, die wir verwenden können. Also, ja, wüsste ich jetzt nicht, warum wir da jetzt ins Geschick leveln sollten. Das wirkt eher etwas verschwendet. Hier scheint jemand gestorben zu sein, der eben nicht so schlau war wie ich und der von diesem Feuer abgeknallt wurde. Liegt hier noch was? Nope. So. Dann schauen wir uns mal die Ebene hier an. Da habe ich doch auch schon was rumliegen gesehen gehabt. Da zum Beispiel. Aber ich gucke mir auch die Ecken an. Nicht, dass ich hier noch irgendwo was versteckt. Ich bin gespannt, ob wir noch mehr solche Pfeile finden. Aber ich weiß nicht, wir müssten so viele Pfeile finden, dass ich dann mal irgendwann drüber nachdenke. Geschicklichkeit zu leveln, und wir benutzen jetzt auch Pfeil und Bogen nicht so oft, und bisher hat meistens der normale Bogen mit den normalen Pfeilen gereicht, um das zu machen, was ich machen wollte. Von daher, ja, mir wäre es, ich weiß, ich habe es schon so oft mittlerweile angesprochen in diesem Let's Play, aber was soll ich machen, ich mache es nochmal, mir wäre eine Armbrust deutlich lieber gewesen als dieser Großbogen. Warum? Weil ich Bolzen habe für die Armbrust, weil die ja auch total leicht zu kaufen sind, ich aber gleichzeitig keine Armbrust habe, um die abzufeuern. Selbst als ich geguckt habe, ob man eine kaufen kann, war keine da. Noch eine rostige Münze, die zweite, die wir jetzt hier finden. Ich verstehe das nicht, warum es die so oft gibt, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die geil sind und irgendwie groß was bringen. Na, hier ging es mal irgendwann weiter, aber das ist schon lange her. Und ich glaube, wir haben jetzt hier alles eingesammelt. Ich hätte wirklich gedacht, dass es hier noch irgendwo einen Weg gibt, aber bin ich jetzt auch nicht böse drüber, also ich muss es, glaube ich, nochmal erwähnen, aber wie geil das hier aussieht, oder? Also wirklich, mit Dark Souls 3 haben sie, was das Level-Design angeht, sich selbst übertroffen. Und ja, ich bin nicht böse darüber, dass wir jetzt nicht noch einen Weg haben, weil jetzt weiß ich, okay, geht's hier drin irgendwo weiter, da haben wir die Nebelwand, könnte also ein Boss auf uns warten. Ist merkwürdig, dass wir hier Verteidigter wird benötigt. Klingt so, als wenn man noch jemanden zur Hilfe holen sollte. Zeit für Beherrschung. Verbündeter wird benötigt. Oh, das klingt nach einem sehr schweren Gegner auf jeden Fall. Naja, wie immer würde ich ihn erstmal so probieren, aber ich muss sagen, das letzte Leuchtfeuer ist halt unangenehm weit weg. Da müssen wir ja dann jedes Mal einen Gargoyle platt machen, die vier Typen da. Gut, vielleicht könnte man durchrennen und einfach da reinrennen, aber trotzdem unangenehm. Vorsicht vor oberhalb. Ah, kommt hier wieder ein Gargoyle runter oder... Oh, da bestimmt. Seht ihr das? Die Lanze, die ich da sehe, die ist auf Garantie von dem Gargoyle, der dann wieder kämpfen möchte. Das sind ja echt viele.
Ah, der da. Meins. Können die jetzt auch erstmal anlocken mit Pfeil und Bogen? Sehr gut, dann kämpfen wir halt erstmal gegen ihn. Na also, das ging doch mal richtig schnell. Aber die sind halt auch recht träge, ne? Jetzt denke ich, können wir in Ruhe die hier platt machen. Vielleicht schaffen wir das, wenn nicht alle auf einmal triggern. Hallo? Schützen irgendwie zwei Truhen, wenn ich das richtig sehe. Zwei ist okay, kommt mal her. Vielleicht, wir haben jetzt eine blöde Münze hier zerrieben, damit wir mehr Glück haben. Vielleicht droppen die ja jetzt mal irgendwas, dass ich lesen kann, was das sein soll. Und ob die in irgendeiner Verwandtschaft stehen mit den Kerkermeistern. Okay, die lassen schon mal nichts fallen, schade. Aber ich bin ja wirklich gespannt. Oh, da ist auch noch eine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Ich bin ja wirklich, und bestimmt ist mindestens eine Truhe falsch. Wenn ich hier die Texte schon wieder sehe, ist es wahrscheinlich die hier. Alter, die sind so schlecht, die Typen. Alles, was ich bisher von denen gesehen habe, ist einfach miserabel. Auch, dass das nicht so programmiert ist, dass alle auf einmal getriggert werden, sobald sich einer bewegt, ist auch interessant. Gott, sind die schlecht, ey. Die Kerkermeister, die konnten, wenn sie wollten, mit ihrem Brenneisen, mit ihrer komischen Magie des Lebensentzug, konnten die gefährlich werden, aber das ist ja lächerlich. Guckt euch das an! Obwohl ich mich auf den hier gar nicht konzentriert habe, hat er nicht mal geschafft, mir irgendwie Schaden zuzufügen. Unfassbar. So, sind das alles falsche Truhen oder was? Lügner voraus. Pech voraus. Das sind wirklich alles falsche Truhen, oder? Wir gucken, ob sie atmen. Das dauert manchmal ein bisschen, bevor sie anfangen. Ja, atmet. Daneben. So, wir müssen natürlich weit weggehen von der anderen Truhe, nicht, dass wir die aus Versehen dann noch triggern. Nummer 1. Ruhmgroßschild, das klingt ja mal interessant. Ruhmgroßschild. Deutlich schwerer, dachte ich mir schon. Und braucht 40 an Stärke. Ruhmgroßschild. Ein Großschild verziert mit fließendem Muster. Eine Feier uralten Ruhmes. Unter den Großschilden besitzt dieser die höchste Stabilität, verlangsamt aber Ausdauerregeneration des Trägers. What? Ob Ruhm womöglich zu Trägheit führt? Fertigkeit, Schildschlag. Sieht bestimmt geil aus. Mal gucken. Wieso sollte man ein Schild nehmen, das die Ausdauerregeneration verlangsamt? Na, so geil sieht es gar nicht aus, muss ich sagen. Nur weil es die höchste Stabilität mit sich bringt. Sorry, aber das ist doch überhaupt kein ausgleichend guter Effekt. Welches hatte ich? Drachenwappenschild oder Wappenschild? Ich nehme mal Drachenwappenschild, weil wir haben ja jetzt hier eher Feuer. So, wo ist die andere? Sind das wirklich alles drei falsche Truhen? Gucken wir mal. Na? Also die kann ich nicht atmen sehen. Vorsicht vor Monster, sicher? Dann ist es auch eine Fake-Nachricht, damit ich auf die Truhe einschlage. Wenn man nämlich auf eine Truhe einschlägt, die kein Fake-Monster, die kein Monster ist, dann führt es dazu, dass die zerstört wird und darin nur noch Abfall ist. Die bewegt sich nicht, also ich sehe sie nicht, dass sie sich bewegt. Ich mache die jetzt auf.
Ah. Was für ein böser Mensch das schon wieder geschrieben hat, oder? Ich bewerte die mal negativ. Hier, die hat 66 Bewertungen. Bestimmt schlechte Bewertungen. Aber woran soll ich denn das sehen? Die sieht genauso aus wie gute Bewertungen. Ich verhöhne die jetzt. Nicht voraus, Falle. Das ist aber, glaube ich, noch eine Fake-Truhe. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei, aber ich will noch gucken, ob es eine Fake-Truhe ist. Ja, die bewegt sich, die atmet, alles klar. Die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Oh, ich hoffe, ich vergesse das beim nächsten Mal nicht, dass das eine falsche Truhe ist, aber ich glaube nicht. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, habe ich alles doppelt gesagt, lasst eine Glocke da, nee Quatsch, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis hoffentlich morgen, tschüss.